Knock, knock. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sneak Preview Review. Dieses Mal zu Knock Knock, einem Film mit Keanu Reeves und der Frau vom Regisseur, und der hat auch Cabin Fever gemacht. War das der? Ja, das war Cabin Fever. Der Film war schon nicht wirklich für mich toll, weil ich bin jetzt kein großer Horrorfilm-Fan. Wobei man sagen muss, dieser Film entspricht jetzt weniger dem Horrorfilm, er ist einfach nur verstörend gewesen. Er war sehr verstörend und lang. Er kam einem sehr wahnsinnig lang vor. Er ist nur 90 Minuten lang. Das ist nicht so schlimm, aber es kam einem viel länger vor. Nach 45 Minuten dachte man, kann der Film jetzt vorbei sein? Also, worum geht es? Da ist ein Hauptcharakter. Der hat eine Familie, zwei Kinder, Frau, ist Architekt, seine Frau ist Künstlerin, und seine Familie fährt am Vatertag in Strandurlaub. Er bleibt allein zurück und arbeitet dann nachts, und dann klopft es an seiner Tür, er geht dahin, es regnet, total unwahrscheinlich übrigens, weil es im Hollywood Valley ist. Dort ist momentan Autowaschen und Gartenwässern wegen Wassermangel gänzlich verboten, aber nun gut. Auf jeden Fall, er macht auf, dann sind da zwei junge Damen, knapp bekleidet, total durchnässt, und sagen, oh, unser Telefon ist nass geworden, können wir mal telefonieren irgendwie, und ja. Dann lässt er sie rein und dann wird gequatscht. Das Ganze dauert viele Minuten. Und man denkt so, okay, das ist aber ein sehr merkwürdiges Gespräch. Ständig irgendwelche Anzüglichkeiten, Angebote sexueller Gefälligkeiten und so. Dabei warten sie ja nur auf ein Taxi. Und irgendwann wird das Ganze dann anders und man denkt, oh, was soll das Ganze? Und Indrehs haben auch ihre Vorteile. Egal, auf jeden Fall, irgendwann denkt man dann so, okay, jetzt bringt den scheiß Hauptcharakter einfach um, dann ist der Film vorbei. Dieser Gefallen wird einem ab diesem Zeitpunkt, wo man das denkt, noch mindestens eine Dreiviertelstunde nicht getan. Egal. Kenne ich das nicht schon alles als Film? Ja, es ist ein Remake eines Films aus den, die 70er? Ich glaube, es waren die 70er. Hieß der Death Game? Er hieß Death Game. Ja, es wird auch eine Art Spiel in diesem Film gespielt und so, aber ich will ja nicht zu viel verraten. Für die Leute, die sich trotz meiner Warnung, die ich hiermit explizit aussprechen möchte, schaut euch diesen Film nicht an. Der Regisseur, wie die Darsteller, haben es nicht verdient, dass man ihn würdigt. Auch wenn man sagen kann, dass die schauspielerische Leistung jetzt nicht zwingend so mies ist, aber dass sie sich bei einem derartig beschissenen Drehbuch darauf eingelassen haben, mitzuspielen, ist schon eigentlich ein absolutes Ausschlusskriterium für sie. Schaut euch den Film nicht an, auf gar keinen Fall. Das Sneak-Publikum war verstört, nicht begeistert. Ja, also dazu vielleicht zu erwähnen, ne, wir haben den Lochi-Film als Trailer gesehen und ich dachte so, oh nein, den will ich auf gar keinen Fall sehen. Nach dem Film dachte ich, hätten wir mal den Lochi-Film gesehen. Und damit bis zum nächsten Mal.